Schlaf gerade. Also es ist Sommer, aber die machen. Ah! Wann RP? Ich mach gerade RP. Das ist mein neuer Roleplay-Charakter. Der heißt Fritz. Fritz ist ein Holländer. Es ist nur gerade noch fast keiner da. Fritz hat aus Holland den Atomizer mitgebracht. Den hat er sich importiert. So, jetzt kommt ihr mal alle hier raus, Junge. Sonst werde ich euch automatisieren, Junge. Kein Problem, Tür auf. So, wo ist die Polizei? Es ist keiner da, Junge. Kein Problem, ich hole die Leute mit meinem Atomisierer aus dem Gefängnis raus, Junge. Mein Name ist Fritz, hä? Und mit mir fixt nicht. Pass mal auf. Tür auf. So, nochmal. Au, scheiße. Das passiert, wenn man nicht aufpasst, hä? Deswegen hab nur ich diese Waffe, hä? So, warte mal. Ich sehe Radio, Junge. Ich mache erstmal das Präsidium, mache ich jetzt mit guter Musik, hä? Ich mach die Radio an. Viva l'Africano, Junge! Oh, scheiße! Соло колбасер по пояс голый. Was machen wir hier? War ich immer so? Die kommen nicht. Aua. So, geht's Ihnen gut? Ich bin immer angeschnallt. Ich bin angeschnallt, alles gut. Ja. Außerdem, wie sollst du mich nennen? Ich bin nicht Sir. My Lord. Alter. Claire, was ist los? Ich muss in die Hand. Oh Gott, die kotzt in den Busch rein. Warum das denn? Vielleicht, weil du ihr deinen Fußnägel gegeben hast? Ich dachte, das ist Zeichen der Anerkennung. Nee, das ist Zeichen von absolut ekelhaft. Oder? Hey, Isaac hat mir letztens erzählt, es gibt Leute, die essen Fingernägel. Ich habe gedacht, ich hebe das auf für die. Bitte stellen Sie sich genau. Drehen Sie sich zu mir. Heben Sie Ihre Hände hoch. Heben Sie Ihre Hände hoch. Herr Olaf, bitte. Bitte machen Sie Ihre Hände hoch. Das ist gerade von Isaac genau. Ich hätte nicht gedacht, ja, ich bin seit einem Jahr Polizist im LSPD, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Zeit es... Herr Olaf, hiermit befördere ich Sie im Namen der Gerechtigkeitsliga zum gerechten Novizen. Sie sind damit befugt, jetzt auch ein Bart der Männlichkeit im Gesicht zu tragen. Gratulation. Gratulation. Das ist... Dankeschön. Bitte um Erlaubnis, Sie deswegen einmal den Arm nehmen zu dürfen. Aber natürlich. Das ist. Dein Sohn ist jetzt im Dienst, du kannst vorbeikommen, der kriegt das nicht mit uns. Hä? Oh scheiße, ich hab die falsche Adams-Nummer gewählt. Was haben Sie angestellt? Ich muss los! Es folgt eine wichtige Durchsage. Bitte räumen Sie sofort das Gebäude. Folgen Sie dem. Ja, ich glaube, wir müssen alle raus hier. Ah, was mit Rossi? Beachten Sie die Anweisungen des zuständigen Personals. Bewegen Sie sich zügig ins Freie. Zittert schon das Bein. Seht ihr das?
Der hat schon Puls. Bist du geistesbehindert? Warum fährst du den um? Ich hab ihn nicht gesehen. Was zum Teufel hast du gemacht, Alter? Nett. Moment, ich muss kurz meine Banane weglegen. Ich bin interessiert, um das Syndikat zu halten. Ah ja. Ein weiteres Fahrzeug von den Syndikatern. Noch eins. Kann ich auch die Stimme verstellen? Ich kann das nicht. Ist Gott. Das würde ich ja abstreiten. Das kann ich aber noch nicht abstreiten. Das ist definitiv der Fehler unseres Fahrers. Knaps, wir haben eine Dame, die wir zum Angucken bezahlen. So, wenn du schon 10.000 irgendwelchen Spackos geben willst, dass sie tanzen, weiß ich nicht, was bei dir nicht so richtig läuft. Weißt du nicht, was bei mir nicht so richtig läuft? Das hast du gut verstanden, ne? Sag mal, ich hab da letztens mir so ein Buch gekauft. Das hieß Aluminium von hinten. Aluminium von hinten? Ja. Die haben mir so zum... Boah, Junge! Ein Stahlschädel, Alter. Der hat aber gezwiebelt, du. Eieiei, ich bin heute gut in Form. Heute mit dem Basie übertrifft mich keiner. Oh, Junge! Nein. Ach nee, es kommt. In die andere Richtung. LOL! Nimm mal die Arme mit, bitte! Zu spät! Fuck my life! Machen wir mal ein schönes Geschenk, Louis. An die Lügenhardt. Irgendein schönes Geschenk, hätte ich gerne. Danke. Hat meine ABP jetzt hier? Du hast es mir gegeben. Blau. Oh fuck, darf ich jetzt nicht behindert spielen? Oh, ich spiele richtig behindert. Dürfte ich mit 16, wenn die Eltern zustimmen, RP zocken? Klar kannst du RP zocken mit 16. Such dir einfach 5 Freunde am besten, edit die im Social Club, geh mit denen in eine GTA Multiplayer Lobby und dann sucht ihr euch jeder einen Charakter aus und dann unterhaltet ihr euch auf RP-Basis. Weil ich glaube, dass das Spiel darf man, also wenn deine Mama das kauft und dir das erlaubt, dann darfst du das, glaube ich, spielen. Und dann kommen die zurück und dann tun die so, als wenn die kein Deutsch mehr könnten. Hier in meinem Brain. Ja, hier. Gehirn. Da habe ich ganz vergessen. Wie ist das Wort dafür? Ich habe das Wort wirklich vergessen. Und dann wollte ich hier. What's the name of it? Street. Street. Yeah, I know what you mean. Straße, I guess. So, funktioniert. Dann. Mit dem linken Zeigefinger nimmst du dein Magazin raus und ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um rauszufinden. Hier mit deinem linken Zeigefinger nimmst du dir auch wieder ein neues. Ah ja. Ja? Oder nochmal ein neues. Der Schrecken bei VR ist richtig cool. Jetzt sowas so nebenbei. Das macht man nicht. Ich brauche den. Ah, hier war. Ah. Hinten Richtung Schulter. Richtiger Anti-Welt, Alter. Ich weiß, wie rum ich das halten muss. Wirklich? Ja. Bin mir gerade nicht sicher. Du dir auch nicht. Oh.